Mein erster Kontakt mit dem HSV war? Ja, also gehört vom HSV habe ich schon als Junge, weil die ja in der Bundesliga gespielt haben. Und ich war öfter mal in Leverkusen im Stadion. Ich habe aber kein Spiel gegen HSV gesehen. Bei uns gab es aber viele HSV-Fans an der Schule. Und ja, mein erstes Spiel gegen HSV war hier in der Relegation mit Karlsruhe. Wenn ich Manuel Gräfe heute treffe, dann? Ja, dann geben wir uns die Hand, quatschen ein bisschen und ja, ich würde ihn sogar auf ein Bierchen einladen. Wir haben auch nochmal drüber geredet und da ist alles geklärt. Also von meiner Seite gibt es da überhaupt keine Vorwürfe oder gar nichts. Ja. Wann habt ihr nochmal drüber geredet? Direkt im Nachgang oder? Ja, ehrlich gesagt, ganz kurz in der Halbzeit, glaube ich, von der Verlängerung. Da hat er aber einfach nur gesagt, ja, ich habe es mir angeguckt, es war Hand. Ich glaube, das hat er aber auch aus psychologischen Gründen gemacht. Und jetzt in Kiel haben wir gegen Hannover gespielt, ziemlich am Ende von der letzten Saison. Und da haben wir nochmal vor dem Spiel drüber geredet und auch nochmal nach dem Spiel. Und da ist alles geklärt. Meine erste Partie als HSV-Spieler vor 17.100 Fans im Volksparkstadion werde ich nie vergessen, weil... Ja, aus zwei Gründen eigentlich, weil es einfach so was Besonderes war, hier in so einem großen Stadion zu spielen vor den Fans. Ich war echt ein bisschen nervös und alles. Es hat auch richtig Spaß gemacht zu spielen. Und zweitens, weil ich ja, sehr hart gefoult wurde, meiner Meinung nach, und auch echt Kopfschmerzen hatte noch den ganzen Abend. Und, ja. Wenn ich als Trainer zwischen 11 Joshua Kimmichs oder 11 Neymars wählen könnte, würde ich? Ich würde einen Neymar nehmen und 10 Kimmichs, weil ich glaube, damit wäre man sehr erfolgreich. Auch weil er deiner Position vielleicht nahe ist? Ja, das auch. Ja. Also ich mag sowieso, wie ehrgeizig er ist, wie er sich verbessert hat. Und da habe ich schon echt Respekt vor. Das finde ich echt gut. Ich habe 3 Jahre lang in Hongkong gelebt, aber? Ja, ich kann mich leider an gar nichts mehr erinnern, weil ich ja, ein kleiner Junge war. Also von Geburt bis ich 2,5 war, dann sind wir zurück nach Deutschland. Wir waren aber noch einmal da, als ich dann älter war, und es war echt sehr interessant. Wenn ich an meine Jugend in Rösrath denke, dann? Ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich habe da im Jugendverein bei TV Hoffnungsthal, hieß er, Fußball gespielt. Ich bin auf die Schule dort gegangen. Ich habe noch viele Kollegen von da, die mich auch relativ häufig besuchen kommen. Da sind noch ein paar HSV-Fans dabei. Ja, also ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an die Zeit von damals. Meine absolute Lieblingsserie als Kind war? Oh, ich habe als Kind echt wenig Fernsehen geguckt. Ich könnte sagen, was jetzt meine Lieblingsserie war. Und zwar? Ja, Game of Thrones finde ich richtig gut gemacht. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich mag auch Harry Potter sehr gerne. Ich finde es einfach cool, wie viel Fantasie, also ist ja vom Autor, wie viel Fantasie der hatte, so eine Geschichte zu schreiben. Finde ich schon echt bewundernswert, weil ich könnte das nicht. Als kölsche Jung zeichnet mich aus. Ja, man sagt ja immer kölsche Frohnatur. Das ist jetzt bei mir nicht so extrem, aber ich liebe auch Karneval und sowas. Ich höre gerne Karnevalsmusik und ich fahre auch gerne in die Heimat. Und ja, ich erzähle immer allen, wie toll Köln ist. Dass die coolste Stadt in Deutschland ist, nicht die schönste. Die schönste ist ganz sicher nicht. Hamburg ist deutlich schöner. Aber ja, ich liebe Köln und ich bin froh, dass ich aus Köln komme und ich bin sehr heimatverbunden, ja. Daran angeschlossen, die beste Karnevalsband? Ja, die Höhner ist ja auch die bekannteste, aber ich höre von jeder Band die coolsten Lieder und aus meinem Heimatdorf gibt es jetzt auch eine neue Band. Die waren bei mir in der Stufe oder ein, zwei Stufen über mir, die haben auch eine Band gegründet. Chantarella oder so heißen die und die haben auch coole Musik, höre ich auch gerne. Was ist denn dein Lieblingskarnevalslied? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, die FC-Hymne mag ich schon nicht. aber sonst, ja, Viva Colonia, das habe ich auch hier gesungen zum Einstand. Das mag ich sehr gerne, ist ja auch ein Klassiker, das kennt ja auch jeder. Und ja, ich mag jedes kölsche Lied. Mein bislang verrücktestes Karnevalskostüm war?
Ja, das, ich bin eigentlich nicht so, dass ich mich so extrem verkleide, aber wir haben mal dann eine Aufführung gehabt und dann wollten wir uns auch alle vernünftig verkleiden, dann in der Schule, und da haben wir so ein Entenkostüm, Ganzkörper-Entenkostüm, das war extrem lustig. An dem Donnerstag war auch so schlechtes Wetter, also das Kostüm war am Ende schwarz, weil wir da im Matsch standen dann in Köln und ja, uns haben gut gehen lassen und da sind wir komplett dreckig geworden. Also so ein gelbes Entenkostüm, komplett mit Mütze quasi auch. Das sah schon wild aus. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Besuch bei den NBA Finals oder dem Super Bowl, würde ich... Ich glaube, es würde dann darauf ankommen, welche Mannschaften spielen. Also wenn Aaron Rodgers im Super Bowl wäre, würde ich auf jeden Fall den Super Bowl gucken wollen, weil ich den echt gerne mal sehen würde live, wie er spielt. Und ja, beim Basketball, ich finde Basketball eigentlich cooler als Football, aber da habe ich jetzt nicht so einen, ja, so einen Lieblingsspieler oder so ein Lieblingsteam, das gucke ich einfach gerne. Bist du Packers-Fan oder? Ja, also ich bin Aaron Rodgers-Fan. Wenn der jetzt woanders hingehen würde, dann weiß ich den nicht genau. Dann würde ich, glaube ich, mit Aaron mitgehen. Von der Freiwurflinie beim Basketball verwandle ich in der Regel? Ja, ziemlich sicher. Ich habe auch früher Basketball gespielt. Mein Vater hat Basketball gespielt früher, deshalb habe ich auch damit angefangen. Es macht mir auch richtig Spaß, so mit Freunden. Wenn ich in Köln bin, gehen wir oft auf so Freiplätze und spielen ein bisschen. Und die sind auch echt sauer, wenn wir, ich weiß nicht, 21, kennt man das hier? Wenn wir 21 spielen, haben die eigentlich keine Chance gegen mich. Deshalb, ich habe schon eine relativ gute Technik und bin nicht so schlecht. Der beste Spieler aller Zeiten im Basketball ist für mich? Also Dirk Nowitzki finde ich schon sehr besonders. Dann würde ich sagen Michael Jordan, auch wenn ich ihn eigentlich nie habe spielen sehen. Und so, wenn ich jetzt Basketball gucke, mache ich am liebsten Steph Curry zu gucken. Was begeistert dich an solchen Sportlern wie Michael Jordan, Dirk Nowitzki und Steph Curry? Ja, dass sie so Perfektionisten sind. Also auch jetzt Novak Djokovic zum Beispiel, wie perfekt die ihren Sport ausleben. Also die machen ja wirklich alles für ihren Sport. Das finde ich schon bewundernswert. Wenn wir früher auf dem Bolzplatz Namen vergeben haben, war ich immer? Oh. Ja, wir hatten ja immer Trikots an, dann war man immer der hinten drauf stand. Aber eigentlich mochte ich am liebsten Zidane immer. Hattest du auch ein Zidane-Trikot? Nee, ich hatte kein Zidane-Trikot. Sondern? Was? Ich glaube, ich hatte Chamac-Trikot. Ich weiß nicht, ob man den noch so kennt. Bei Bordeaux, stimmt. Da waren wir in Frankreich im Urlaub. Und dann, ja, von dem hatte ich ein Trikot. Das heißt, wenn ihr im Urlaub wart, gab es öfter mal ein Trikot für dich? Ja, da von diesem Schwarzmarkt, wenn man für 5 Euro ein Trikot bekommen hat, durfte ich mir auch mal eins aussuchen. Wenn ich bei den Olympischen Spielen bei einer Sportart mitmachen könnte und mich zwischen Turmspringen und Springreiten entscheiden müsste, dann? Also kann ich nur zwischen den beiden entscheiden? Wow. Also das wäre beides lebensgefährlich für mich. Ja, vielleicht Turmspringen, da würde ich einfach gerade runterspringen. Das schaffe ich vielleicht noch nach Hause. Sehe ich mich in beiden nicht so. Nee. Mein Mops hat seinen Namen bekommen, weil... Ich weiß gar nicht, warum ich den Namen genommen habe. Also der heißt Mia und das ist ja fast eher ein Menschenname, aber jetzt so im Endeffekt passt er ganz gut und ich bin auch froh, dass ich den genommen habe. Ich habe auch überlegt, sie Arya zu nennen oder ja, auch von Game of Thrones halt, aber nee, Mia passt schon gut. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht genau, warum ich den genommen habe. Hummel, Hummel. Mors, Mors. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen.